So, herzlich willkommen zu Folge 3 der Chunkloader CTM mit mir, irgendwas mit Faber. Ich habe seit der letzten Folge schon irgendwas mit Mods am Start hier, und zwar Journey Map und Just Enough Items. Das nur nebenbei, und wir haben Zombie Villager da unten drin. Und wow, wieso kriege ich sie eigentlich ab? Ihr sollt sie abkriegen, nicht ich. Verkackten Zombie Villager, verpisst euch. So. Ja, und das von dem bisschen Rotten Flash wird ja keiner satt. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, was meine Nahrungsquelle sein soll. Wir können den Baum da hinten mal checken. Was wir auch machen könnten, fällt mir gerade ein, wir können ein bisschen Schnee mitnehmen. So. So. Den einen oder anderen Sapling vielleicht auch. Ja, wie gesagt, wenn ich mich jetzt nur um unser nur um unsere Aufgaben kümmere, dann werde ich böse verhungern bald. Deswegen muss ich immer mal ein bisschen Auge drauf haben. Ja, ansonsten, ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Es geht auch diese Folge wieder zur Sache. Also was heißt, es geht zur Sache? Das, was ich letzte Folge schon angekündigt habe, setzt sich eiskalt fort. Wir müssen halt auch mal ein bisschen grinden. Wir können nicht immer nur shiny, spannende Sachen machen. Das hier könnte schon spannend werden. So, ja. Und wir müssen uns dringend was mit Nahrung überlegen. Ich wäre für eure Tipps auch dankbar. Ich glaube, ich mache nach der Folge einfach mal ein bisschen Pause wieder. Und warte erstmal eure Kommentare ab, wie ich dieses Problem hier lösen kann. Ist hier irgendwas drin? Ne, der Chunk ist einfach nur hohl. Okay. Ich kenne auch andere Leute, die einfach nur hohl sind auf dieser Karte. Oder anders ausgedrückt, der Chunk ist nicht das Einzige, was einfach nur hohl ist hier. Aber egal. So. Ja, blöd. Blöd, blöd, blöd. Ich habe keinen Schimmer. Das Einzige, was ich jetzt, was mir jetzt noch einfällt, ist halt einfach mal wirklich hier. Okay. Das ist jetzt in jedem. Das ist in jedem so, ne? Das kann ich dann eigentlich vergessen. Das, ja, kein Schimmer. Auf jeden Fall gucken wir jetzt hier noch ein bisschen nach Rohstoffen, solange wie ich noch nicht verhungert bin. Ja, was sonst noch so kommt hier auf dem Kanal, könnte euch eventuell interessieren. Muss ich ganz ehrlich gestehen, weiß ich gar nicht so wahnsinnig genau. Ich habe mir was in den Kopf gesetzt. Da war Lava. Da ist Lava. Ich habe mir ein bisschen was in den Kopf gesetzt. Was mit Stürmchen zu tun hat. Das hört sich jetzt wahrscheinlich total kryptisch an, aber ihr seht es, wenn es soweit ist. Ich habe eigentlich wenig. Ich sehe wenig Sinn da drin, das vorher schon tot zu quatschen, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Weil noch gar nicht so klar ist, dass überhaupt irgendwas passieren wird. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn ich nicht so viel drüber rede. Dass ich das dann tatsächlich ausprobiere und nicht nur drüber rede. Was auch immer. Es hörte sich irgendwie rekursiv an. Keine Ahnung. So, irgendwie ist hier auch gar nicht mal so. Ist noch ein bisschen Gold. So, wenn man sich das mal von außen anguckt, vielleicht kommt mir ja noch irgendeine Idee oder so, ja, weil wir haben hier wirklich nur ein 3x3. Das heißt, ich habe in der Mitte einen einzigen Slot für Wasser, theoretisch. Ja. Mal kurz gucken, was das hier überhaupt ist. Ja, ein Teil. Achso, ich wollte gerade sagen, Teil meiner Mods funktioniert nicht. Das stimmt nicht. Die Info bezog sich. Das sind Bone Blocks. Das ist hochinteressant. Die Info stimmt nicht, die bezog sich auf 1.14. Meine Mods funktionieren durchaus. Ich habe nur so ein What Am I Looking At Mod vergessen. Deswegen kann ich aus diesen Baumblocks irgendwie Dünger machen. Wo ist denn das Sand? Ja, ich kann da Bone Meal draus machen. Fantastisch. Das heißt, ich bräuchte eigentlich nur noch Seeds. Irgendeine Anbaufläche und bin dann schon mal eine Sorge los. Dann nehmen wir das ganze Zeug hier definitiv mit.
Ich muss das ein bisschen schneiden. Das wahrscheinlich, vielleicht mache ich das hier sogar auf Screen, keine Ahnung. Ich habe noch keine, ich bin noch nicht in meiner Dynamik für diese Serie drin, es tut mir leid. Auch da ist Rotten Flesh. Wow, wow. Das, ich habe nicht genug Energie, als dass ich mir das leisten könnte. So. Okay, hier sind auch noch zwei. Wir sagen zumindest mal dafür, dass hier keiner durchkommt. So, was war da das Problem? Das ist ein Wasserchunk, ne? Ja, eigentlich eine coole Nummer. Ja, naja, egal. Was wir definitiv noch abgeben könnten, ist vermutlich die, die Pisten relativ bald. Und wir haben einen Haufen Bone Meal gekriegt. Mich interessiert, wie viel. 23 mal 9 Bone Meal. Das sollte eigentlich erstmal reichen für alles. Das heißt, als nächstes hätte ich ganz gerne einen Chunk mit einem Grasblock. Das wäre das eine Projekt, ganz sicher. Davon gibt es überhaupt keinen gerade. Okay. Dann sparen wir uns das. Und das andere wäre Projektpisten natürlich. Das können wir vielleicht schon mal angehen, wenn ich gerade eh nichts Besseres zu tun habe. Sagen wir, sammeln jetzt einfach mal Zeug im Inventar, was wir später brauchen. Wie habe ich denn... Ich habe Seeds. Okay. Momentchen, dann würde ich das dann doch mal vorziehen wollen, wenn ich Seeds habe. Ich soll kurz was ausprobieren. Es gibt Dinge in Minecraft, die mir nicht so klar sind, die wahrscheinlich allen sonst klar sind, außer mir. Ach so, was man natürlich machen könnte. Gut, da komme ich auch, erst jetzt drauf. Kleinen Moment, ich zeige euch was. Wahrscheinlich selber auch schon gesehen habt. Ach so, Quark. So. Okay. Gut, dann wäre Eisen ja doch wesentlich wichtiger als befürchtet. So, nein. Ich will jetzt ein Stück Kohle haben. Und so viel Eisen wie möglich. Dann könnte ich nämlich tatsächlich anfangen mit dem Zeug mit Nahrung. Hätte ich mir schwieriger vorgestellt, dann wird das vielleicht doch noch was in dieser Folge. So, eine Stone Hoe. Immer die Hoe dabei haben. Und was wollte ich in Eimer? So, Mr. Bucket. So, Wasser ist ja auch eher eine schwindende Ressource. Vielleicht könnte man sich auch irgendwo überlegen, nochmal einen irgendwo eine endlose Wasserquelle hinzusetzen. Das, ich denke nur parallel drüber nach, während ich rede, deswegen rede ich so langsam. Was aber vermutlich gar nicht so einfach werden dürfte. Ich versuche jetzt nochmal ganz schnell an Wasser ranzukommen, bevor mich hier die Viecher alle auffressen. Habe ich gerade meinen Eimer weggeschmissen? So, da war ein Sourceblock dabei. Wunderbar, mehr wollte ich gar nicht. Auch vielleicht ganz gut, dass ich hier noch nicht den Boden weggehackt habe. Ich bin etwas konsterniert, dass ich das noch nicht gemacht habe. So. Irgend so ein Schrott. So, und ich brauche hier noch eins. Okay. So weit, so gut. Dann machen wir doch mal das total naheliegende und hauen hier unten Wasser rein. Zack. Und holen uns noch eine Fackel. Da ist eine Fackel, wie schön. Nein, das Ponyo. Ich will. Im Ernst. Ich hab die da hinten hingesetzt. Boah, egal. So, die World. Die World, ja. Die Welt withered away und ich habe neue Fackeln. Ich weiß, da war gerade ein Minimum an Verschwendung dabei, sowohl dabei die eine Fackel nicht in der Hand zu behalten, als auch gerade eben am Ofen. Naja, so. So, okay, also.
Nächster Versuch. Aha, okay, das war das, was eben auch passiert ist. So, und... dann würde ich sagen... Wir probieren das nochmal eben schnell aus, bevor die Folge schon wieder vorbei ist. Das geht echt schnell. So, ich habe Bone Blocks. Jetzt sollte ich auch nicht alle umbauen, aber so ein paar. So, ich sehe auch gerade so ein kleines bisschen Automatisierungspotenzial. Würde wahrscheinlich auch sogar einer reichen. Nech. Ja, Folge ist so gut wie durch. Ich bedanke mich schon wieder fürs Zuschauen. Ich sagte ja, es wird ein bisschen grindy zwischendurch und so auch hier, aber wir haben zumindest mal die Nahrungsproduktion im Griff und ich werde jetzt erstmal genug Vorräte anlegen, damit das eine Weile reicht. Ja, dann bis demnächst und ich freue mich auf euer Feedback. Klickt auf den Daumen nach oben, wenn es euch nicht wehtut und ja, vielen Dank. Bis dann, ciao, ciao.